Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Guild Wars 2. Und ja, ich spiele nach wie vor die Story der Menschen und wir sind nach wie vor auf dem Weg zu Level 20. Denn nur dann können wir weitermachen. Also sprich, vorher wird die Story einfach nicht weitergemacht. Und damit wir das auch erreichen, habe ich mir jetzt mal gesagt, ich laufe jetzt erstmal in diese Richtung und lauf mal hier lang. Und ich gehe jetzt einfach mal ins nächste Gebiet. Das ist ein bisschen höherleveliger. Außerdem gibt es da natürlich auch... Ich finde das so schön, hier lang zu laufen. Deswegen mache ich das. Also man könnte ja auch schwimmen oder ich weiß nicht was. Ich will möglichst wenig die Reittiere benutzen, einfach weil ich es auch schön finde, dass man mal... was ist das hier eigentlich gewesen? War das auch irgendeine Aufgabe? Na, egal. Wir lassen diese Aufgabe jetzt mal links liegen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ist wirklich zufälligerweise links. Ich meine, irgendjemand hat ja sich auch die Mühe gemacht, diese schöne Landschaft zu bauen, dass man da auch mal durchläuft und eben nicht nur Larifari rumreitet. Und zack, wir haben's. Da ist ein Rüstungsschmiedin oder ein Rüstungsschmied. Was hat denn der? Eine Kette können wir nicht tragen, ne? Der hat lauter Zeug, das mieser ist als das, was ich habe. Was bringt mir das dann? Ja, der hat immerhin Schultern, die habe ich nämlich noch nicht. Na, da haben wir doch wenigstens was. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das, was ich machen wollte. Wir gehen in die Kessex-Hügel. Hügel! Die sind einfach einen höheren Level. Die Löwengarde bemüht sich, die Handelswege von und nach Löwenstein zu beschützen. Aber es sind schwere Zeiten und wir sind nur wenige. Überall in der Wildnis bei der Schwarzfreistadt sprießen Banditensiedlungen aus dem Boden und ich fürchte, die Lage wird noch schlimmer werden, wenn nicht bald jemand das unternimmt. Wir haben hier auch noch zwei Waypoints, die wir, nicht Waypoints, sondern zwei Dings, die wir angehen müssen. Und ich würde sagen, wir machen gleich das erste Herzchen, das ist nämlich hier. Das ist Banditen besiegen. Ich bleib nicht immer stehen im Feuer, ja? Ja, ich liebe Schmerzen. Komm her. Wenn du mir welche wenigstens machen würdest, aber nee. Und da gibt es auch schon Eisenerz, sehr schön. Und da gibt es Banditenvorräte, die wir kaputt machen natürlich. Und da hinten gibt es eine Kanone, die brauchen, müssen wir auf jeden Fall töten. Weil die nämlich sonst Aua macht und Aua machen ist blöd. Natürlich sieg ich wer sonst. Den will ich töten. Den. So, das zählt natürlich gleich dazu, das ist auch gut so. Und wir haben es eigentlich schon fast, ne? Ich hatte, glaube ich, gerade etwas in der Hand, was ich nicht in der Hand haben wollte. So, also wie schon gesagt, ich bemühe mich jetzt nicht wirklich, immer den, den fände ich eigentlich besser. Moment. Das war allerdings auch Karma, aber ich habe ich nicht gesagt, ich wollte kein Karma kaufen. Nein, ich wollte es ins Spiel nicht verlassen. Aber den fände ich jetzt besser als das, was ich habe. Moment. Ah, okay.
Den muss man rausmachen, damit man den reinmachen kann. Gut. So, jetzt müssten wir hier mal den zerlegen. Ich wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Und das Herzchen hatten wir. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir hierher und dann machen wir dieses Herzchen. Guten Tag, die Herren Banditen. Ich wohne hier nicht. Jetzt werde ich nie. So, und dann gehen wir darüber, dass wir erstmal den Waypoint haben, bevor wir uns um das Herzchen kümmern. Und ne, den Waypoint zuerst haben wir gesagt. Der ist da unten. Und dann könnten wir theoretisch auch nochmal die Karte wechseln. Gibt ja eine freiwillige Belohnung, die wir natürlich gerne in Besitz nehmen. So, und das war unter anderem hier unten. Als Gute, ich weiß gar nicht, zählten die auch schon? Ja. Die zählten auch. Ein ungewohnter Ort. Gehen wir natürlich da rein, denn da gibt es definitiv viele Feinde, viel eher und außerdem, ja, ihr ahnt es schon, eine Heldenherausforderung. Also wir machen sozusagen eine Win-Win-Situation für uns daraus. Ich glaube, den müssen wir auch töten. Wird uns nachher extrem stören. Schätze ich, falls wir schlagartig das Gelände verlassen müssen. Normalerweise sollte der da hinten kein Problem sein. Aber ich mache mal noch ein bisschen Buff-Food rein. Warum? Da achte ich immer nicht drauf. Das ist echt schlimm. Super. Den guten Angriff komplett verhauen. So, und dann können wir hier auch das Stück mitnehmen. Essen tun wir es nachher. Weil jetzt haben wir den Weg ja freigeboxt. Naja, okay. Die zählen nämlich nicht. Also zum Herzchen. Und dann bringt uns das eigentlich auch nicht so wirklich viel. Ey! Du zählst aber zum Herzchen. Und jetzt könnte man nebenbei den Heldenpunkt. Okay, das haut einen um. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann machen wir weiter. Und so haben wir dann auch schnell das Herzchen voll. Das ist immer gut, um voranzukommen. So, und weiter geht's. Jawohl, ja. Sehr schön. Was zur Hölle? Hier ist es düster, finde ich. Wir sollten uns noch um das Eisen dort oben kümmern. Und hier hinten gab es auch noch eine Herausforderung. Ne? Habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt.
weiß zwar nicht, ob die zu den Herzchen zählen, aber das ist ja egal. Ich brauche die Herausforderung, also von daher ist es wurscht. Ne, die zählen nicht dazu, das ist schon außerhalb. Sehr schön, Herausforderung abgeschlossen, wunderbar. Also, so spielt man im Prinzip eigentlich, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, im All-Durchgang hier durch will, denn dann würde ich natürlich, ich würde gar nicht von vorne spielen, also ich würde einfach hier, ich glaube, ich habe vom, die plus 60 Schriftrollen gibt es doch, glaube ich, mittlerweile, ne? Die habe ich natürlich, da würde ich eine plus 60 reinmachen, dann wäre der schon Level 60 und ich bräuchte noch 20 Bücher. Oh, ist mein Handwerksmaterial zu schlecht? Brauche ich besseres? Ja, natürlich, okay. Moment, kann ich das nicht wenigstens verkaufen nachher, ja, ne? Ich brauche besseres Handwerksmaterial. Eieieiei, da haben wir aber mal wieder völlig verpennt. Energiefluss bei 30%. Umleitung erfolgt. Dass wir jetzt ja auch besseres Handwerksmaterial brauchen. Okay. War ich mit dem Herzchen eigentlich fertig? Bin ich zu weit weg vom Herz oder was? Ja, anscheinend. Jetzt wäre ich wieder nah genug dran. Damit er zählt hier. Na, also so kann man das auch machen. Nur falls ihr das noch nicht wusstet. Er müsste jetzt zählen, auch wenn er eigentlich außerhalb liegt, weil ich nah genug, also weil ich am Herzchen dran war, als das Herzchen hier angezeigt wurde. So, jetzt gehen wir hier hoch. Das Kupfer geben wir jetzt einfach aus. Ja, also ich meine, Schnellreisen nutzen wir natürlich schon, das ist doch wohl klar. So, dann gehen wir natürlich hier rein, weil da gibt es natürlich auch noch Punkte, aber erstmal Schrott verkaufen und wir brauchen das bräuchten wir auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon wieder was mit Karma eingekriegt. Ich wollte doch nichts mehr mit Karma kaufen. Habe ich das nicht gesagt vorhin irgendwann mal? Okay, mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache es jetzt wirklich nicht mehr. Also ich versuche es zu verhindern, sagen wir mal so. Also nicht wegen dem Karma, sondern weil ich es einfach irgendwie blöd finde. Das wäre wunderbar. Willkommen in der Schwarzfreistadt. Darf ich fragen, was euch herführt? Gab es hier nicht irgendwo? Wo war denn das? Ach, da oben. Einen Aussichtspunkt, genau. Den schauen wir uns natürlich an. Wo ist er denn? Ach, da oben. Okay. Da packe ich als Waldläufer da immer ganz gerne das Pad ein, weil mich das meistens stört, wenn es dann irgendwann nachhuscht. Hier kann man nicht hoch, doch. Kann man. So, und dann schauen wir uns natürlich die Aussicht an. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, mit dieser Folge Schluss zu machen. Aber erst gucken wir die Aussicht. Wie hübsch. Man merkt schon, wie viel Liebe in die Details auch reingesteckt wurde. Ja klar, es sind natürlich am Ende irgendwelche Texturen, die da drüber geklatscht werden. Aber irgendwie, es ist trotzdem mit viel, viel Liebe gemacht. Muss man wirklich sagen, das finde ich echt sehr schick. Und schon haben wir eine bessere Präzision, fände ich in dem Fall jetzt gut. Gerade hatten wir noch die und jetzt haben wir schon eine bessere. Das ist ja unfassbar, wie schnell das geht. Ja, aber das ist natürlich normal.
Das muss man ja auch sagen. So, aber jetzt sehen wir uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.